Ja, fühlt sich so ein bisschen wie Urlaub an, ne? Wir sind heute mit der Firma quasi in Italien, in Mailand ist das. Und machen die Vending-Szene unsicher. Hier ist ja die Venditalia. Also die ist morgen. Heute geht es nach Vendo ins Werk. Das ist da, wo unsere Automaten hergestellt werden. Ich werde dort wahrscheinlich nicht filmen dürfen. Aber die Straßenbahn ist auch geil da hinten. Zoom mal ran. Wie aus Kaisers Zeiten noch. So, ich bin ja Frühaufsteher. Ich bin natürlich als erstes wach. Gewinner! Und das ist richtig schön hier. Also der Moritz hat ein richtig tolles Hotel gebucht. Mit so einem Pool oben drauf. Hier können wir auch gleich frühstücken. Wir fahren ja ins Werk von Vendo. Vendo ist unser Automatenhersteller. Und wir dürfen dort leider nicht filmen. Das liegt aber halt daran, dass sie wohl in der Rüstungsindustrie tätig sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob die mich verarscht haben. Wir nehmen uns ja gegenseitig auch gerne mal aufs Korn. Ne? Einige werden ihn vielleicht kennen. Ich werde den Nachnamen nicht nennen, der ist im BB-Hotel. Und den hätten wir gerne bei uns gehabt hier. Und dann werden wir gleich mal gucken, dass wir ein bisschen was frühstücken und dann starten wir durch zur Firma Vendo. So, der Niklas ist auch da und der hat richtig leckeres Essen. Zeig mal, so toll. Ja, oh. Er mag dieses Rührei. Los, komm, zeig den Leuten mal, wie es schmeckt. Einfach mal probieren. Toll. So, wir werden uns jetzt nochmal die schöne Architektur von Mailand angucken, bevor wir dann ins Werk gleich fahren. Hier ist auch schön für die Kinder. Schöne Blüten, die mögen das ja gerne. Der Moritz trägt standesgemäß übrigens Automatenlandsocken. Theoretisch ja, aber bis jetzt kann noch keiner bedienen. Meine Frau sagte auch, dass man uns als typische Touristen erkennt. So, ich muss euch mal zeigen, wir sind eine Stunde zu spät. Die haben meinen Führerschein nicht anerkannt, weil da noch mein Mädchenname drin ist. Ne? Wir haben jetzt hier von Schernau ein Auto gemietet, sind jetzt nach Casale gefahren. Und in Casale ist das Werk, wo eure Automaten, also unsere Automaten, alle herkommen. Und hier ist die Firma Sandvendo. Ja, da bin ich mal gespannt. Filmen dürfen wir nicht. Wir haben ja gedacht, das gibt's gar nicht. Ja, gibt's. Das gibt's. Das ist genau wie Bielefeld, gibt's auch. So, die Werksführung ist fertig und es war richtig schön. Das ist, ich sag mal, eine Halle. Das ist vielleicht nicht das Modernste, aber der Kunde muss jetzt nicht irgendwas Modernes mitfinanzieren. Das spiegelt sich im Preis natürlich des Produktes wieder. Und was natürlich auch cool war, ist so die Stimmung in der Firma. Das ist so echt ja, wie eine Familie eigentlich. Und dort werden dann eigentlich alle oder selbst die Wicklungen von den Kühlungen oder was werden da selber hergestellt und von Hand noch zusammengelötet. Das war schon richtig interessant. Und wir sind jetzt hier noch mit der Firma Vendo noch mal essen gewesen und werden jetzt so langsam wieder zurück ins Hotel fahren. Mal gucken, ob wir unseren Mietwagen hier da oben loswerden, unseren BMW Wupto. Hugo hat seine Jacke an. Niklas macht wieder Geschäfte am Telefon. Moritz ist auf Toilette gegangen. Wenn er groß muss, ist schlecht. Die haben ja nur so Duschen. Ihr wisst ja, wo man den Füßen so reintritt, muss man mögen halt. Ne? Ja, auf die Venditalia bin ich mega gespannt, weil, wie gesagt, da viele Sachen dabei sein werden, die wahrscheinlich auch in Zukunft nicht in Europa auf dem Markt stehen werden. Aber einfach mal neue Geräte, neue Ideen. Und vor allen Dingen sind wir mit dem ganzen Team da, können uns die Sachen angucken, die Neuigkeiten. Vor allen Dingen freue ich mich auch noch auf den Vendo-Automat, der mit Eis läuft. Also der Eisautomat. Eis, Klappenautomat. Eine eigene die neue Kaffeemaschine. Terminallösung von Vendo wird auch vorgestellt. Richtig. Sind Sie der Poolboy? Wie ist es für dich hier so in Italien? Das ist ja der Ganes, wenn ihr mal Ersatzteile was braucht, schön. Ja. Der einzige, der fehlt, ist der Rainer. Ja, der Rainer. Was ist mit dem Rainer? Moritz eigentlich auch. Moritz hat schon. Adam. Adam. Unser lieber Adam. Ja, aber einer muss ja arbeiten, ne? Das ist ein bisschen gemein, das eigentlich, ne? Ja, aber... Adam, in Gedanken sind wir bei dir. Und wäre schön, wenn du da das Licht immer ausmachst nach der Arbeit. Ne? Dass wir 3 € im Monat sparen können. Wir fahren jetzt weiter, müssen den Mietwagen zurückbringen. Vielleicht soll ich mal die Tasche noch mitnehmen und dann geht's ab.